Es geht los mit den Plätzchenrezepten und meinem Favoriten Mohnkipferl. Und warum gerade dieses Rezept sich für Anfänger eignet, sage ich euch jetzt. Wir brauchen wie in fast allen Mürbeteigrezepten weiche Butter, aber in diesem Rezept kommt noch Sauerrahm bzw. Schmand dazu und diese Zutat sorgt dafür, dass der Mürbeteig nicht brüchig wird, sondern leicht elastisch und damit perfekt für Anfänger, die sich mit Mürbeteig schwer tun. Zur Butter geben wir dazu etwas Vanille, eine Prise Salz, Zitronen- und Orangenabrieb, den mache ich immer selber, und rühren das Ganze schön cremig. Danach gebt ihr ein Ei auf Zimmertemperatur dazu und die Temperatur ist wichtig, damit sich die Zutaten auch verbinden. Es folgt der Sauerrahm ebenfalls auf Zimmertemperatur und die Molke, die sich ansammelt, wenn man Sauerrahm bei Zimmertemperatur stehen lässt, könnt ihr grob entfernen und gebt das Ganze dazu. Jetzt folgen auch schon die trockenen Zutaten. Ich vermische nur einen kleinen Teil des Mehls mit dem Backpulver und gebe diese Mischung zur Buttermasse dazu. Das restliche Mehl wird portionsweise untergeknetet, denn je nach Beschaffenheit der Butter oder der Mehlsorte kann es sein, dass ihr ein paar Gramm mehr oder weniger benötigt, also nicht alles hineinkippen, sondern einfach portionsweise einkneten. Fertig ist der Teig, wenn er sich vom Schüsselrand löst und wenn ihr so einen kompakten Teigklumpen habt. Diesen gebt ihr auf eine bemehlte Arbeitsfläche, knetet alles noch ein bisschen durch und dann wird er halbiert. Drückt jede Teighälfte flach und wickelt sie in Frischhaltefolie ein. Danach stellt ihr den Teig für 2 bis 3 Stunden oder auch über Nacht kühl. In der Zwischenzeit bereitet ihr die Füllung vor, dafür gebt ihr die Milch und den Zucker in einen Topf und kocht das Ganze kurz auf. Jetzt vermischt ihr den gemahlenen Mohn mit einer Prise Salz. Außerdem fügt ihr Zimt, Speisestärke und etwas Vanille hinzu. Gründlich umrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind und jetzt könnt ihr nach Wunsch auch noch ein bisschen Rumaroma hinzufügen. Gebt die trockenen Zutaten zur heißen Milch dazu, rührt mehrmals um, bis daraus so eine grob bröckelige Masse geworden ist, schaltet den Herd aus, nehmt den Topf vom Herd und rührt sofort den Powidl, also das Pflaumenmus, ein. Jetzt habt ihr eine saftige, cremige Füllung, die im Übrigen auch so bleibt, also die trocknet nicht aus. Füllt sie in einem flachen Behälter um, deckt die Füllung mit Frischhaltefolie ab, so dass diese sie an der Oberfläche berührt und lasst sie bei Zimmertemperatur vollständig auskühlen. Die Füllung könnt ihr auch 1 bis 2 Tage vorher zubereiten und im Kühlschrank lagern oder ihr macht es so wie ich und friert einen Teil davon ein. Diese Füllung reicht nämlich für 2 Teige aus. Also für 500 Gramm Butter bzw. ca. 1 Kilo Mehl. Ist der Teig gut gekühlt, rollt ihr ihn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn aus und zwar auf ca. 3 bis 4 mm und danach folgt auch schon das Ausstechen. Für die Kipferl verwende ich Ausstecher mit 5,5 cm Durchmesser für kleine Kipferl, dann habt ihr ca. 70 Stück oder auch etwas größere. Und zum Verschließen verwende ich eine kleine Gabel. Alternativ könnt ihr auch Ravioli-Förmchen verwenden, damit geht es sogar noch ein bisschen leichter. Jetzt wird einfach fleißig ausgestochen und aus den Resten wird der Teig wiederum verknetet, flachgedrückt, in Frischhaltefolie gewickelt und kühl gestellt. Je kühler er ist, umso besser lässt er sich bearbeiten. Und ihr seht, es ist nichts brüchig. Der Teig ist super zum Bearbeiten und das macht halt einfach der Sauerrahm aus. Danach setzt ihr auf jeden Kreis einen kleinen Teelöffel von der Füllung, allerdings keinen klassischen Teelöffel. Ich verwende hier einen Mokka-Teelöffel, der ist nämlich noch kleiner. Und ihr solltet wirklich darauf achten, nicht zu viel Füllung zu verwenden, denn sonst quillt sie euch überall raus und das sieht dann nicht so schön aus. Und ihr verschließt die Ränder dann einfach gründlich mit einer Gabel. Vorher aber die Ränder des Kipferls mit den Fingern gründlich zusammendrücken. Es wird euch trotzdem passieren, dass das eine oder andere Kipferl ein bisschen aufgeht, aber in der Regel sollte es mit dem Optischen passen. Die fertigen Kipferl legt ihr dann einfach mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech.
Und auf diese Weise fahrt ihr fort, bis alle Kreise befüllt sind und natürlich auch die zweite Teighälfte und alle Reste. Ist das erste Blech befüllt, könnt ihr sie bei 180 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Backofen backen für 15 bis 18 Minuten. Wichtig, sie dürfen nur ganz wenig Farbe annehmen. Je heller sie bleiben, umso besser. Wenn ihr lieber mit den Ravioli-Förmchen arbeitet, dann gebt ihr einfach eine Teigplatte drauf. In die Mulde drückt ihr ein bisschen von der Füllung und verschließt alles. Danach solltet ihr die Ränder noch ein bisschen mit den Fingern zusammendrücken. Wie schon erwähnt, reicht die Füllung für zweimal Teig aus. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Portion zubereite, dann nehme ich einfach die andere Hälfte von der Füllung, verpacke sie gut und friere sie ein fürs nächste Mal. Falls ihr das nicht machen wollt, dann müsst ihr einfach nur die Zutaten für die Füllung halbieren. Nach dem Backen lasst ihr die Kipferl ein paar Minuten auskühlen, bis sie nur noch lauwarm sind und wendet sie im Puderzucker. Oder ihr macht eine Zuckerglasur und zwar aus Puderzucker, etwas Zitronensaft und Wasser. Diese Glasur wird dann dünn auf dem Plätzchen aufgetragen und wenn sie dann getrocknet ist, ist sie wirklich vollständig trocken und verleiht dem Plätzchen das gewisse Etwas. Es ist so eine ganz dünne, knusprige Schicht, die sie einfach perfekt macht. Wenn sie fertig sind, verpackt ihr sie am besten in einer mit Küchenrolle ausgelegten Metalldose. Da sind sie dann mindestens 2 Wochen haltbar. Was euch ziemlich sicher passieren wird, ist, dass einige Plätzchen aufgehen. Die sehen dann ein bisschen aus wie dicke Lippen, aber die schmecken mindestens genauso gut. Und das passiert deswegen, weil wir vor allem mit den Resten verschiedene Teigschichten übereinander legen. Und dann passiert es natürlich, dass sie aufgehen. Aber wie gesagt, das ist halt nur eine optische Geschichte. Schmecken tun sie genauso gut. Wenn ihr Fans von Mohnstrudel und Co. seid, dann müsst ihr diese Plätzchen ausprobieren. Sie sind außen knusprig und innen bleiben sie ganz, ganz lange saftig. Also wirklich ein Traum für jeden Plätzchenbäcker und jede Plätzchenbäckerin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Backen in der Weihnachtszeit und werde euch mit meinen Rezepten natürlich so gut es geht unterstützen.